Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, nämlich das 33. Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute spielen wir nicht Tower of Mystery, sondern Tower of Hell. Denn ich wollte das einfach mal austesten, ob das schwerer oder einfacher ist als Tower of Mystery. Ja. Deswegen habe ich das einfach mal gespielt. Die Musik habe ich erstmal im Hintergrund ausgemacht. Nicht wundern, dass keine Musik läuft. Aber ich denke, ihr werdet schon genug hören, wie die ganzen Spieler sterben. Da kommt dann immer so ein oder so. Ja, das war nichts. Also ich finde eigentlich jetzt so die ersten Stufen finde ich eigentlich schon, dass das schwerer ist. Weil es ist halt so ein, naja, da muss man halt so zur Seite springen. Also das finde ich schon schwer. Deswegen manche hier ganz schön konzentrieren. Und man darf ja auch nicht runterfallen oder so. Okay. Okay, okay. 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 Okay, ja, ich muss mich erstmal konzentrieren. Denn ich habe so lange das nicht mehr gespielt. Also Tower of Mystery habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Deswegen muss ich auch mal das wieder hier reinkriegen. Okay, wir sind in der roten Stufe. Da kommen solche komischen Dinger. Tief durchatmen, das beachten wir nicht. Das beachten wir nicht. So, nach dem zweiten Anlauf sind wir jetzt hier oben wieder angekommen. Und ja, da würde ich sagen, geht's jetzt los. Dass wir jetzt hier mal wieder weitermachen. Und ja, also, ich bin jetzt eigentlich schon weitergekommen als sonst. Es ist halt übelst anstrengend, denn du musst dich halt die ganze Zeit konzentrieren. Du darfst ja nicht sterben. Das wäre wieder in die Hose gegangen. Was ist das? Was ist das? Okay. Nein, schau. Wir sind wieder in einem neuen Turm. Okay. Okay, ja. Oh nein, nein! War überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Aber Tower of Mystery ist deutlich einfacher. Deutlich einfacher. Also ich kann vielleicht für die Profispieler, die das da spielen, vielleicht einfach, aber für mich ist das übel schwer. Nee, hier kommen so kleine Blöcke. Oh mein Gott. Tief durchatmen. Okay, komm, komm, komm. Go. Okay. Jetzt sind hier überall die Spieler. Ich sehe halt fast überhaupt nicht mehr die Stufen. What is this? Ah, hier kann man hochgehen. Was ist... Was? Ich hätte mich einfach konzentrieren müssen. Ich muss jetzt hier Yoga machen oder so. Ich kann überhaupt kein Yoga. Okay. Na. Oh. Okay. Also ich glaube, die das jetzt hier schon schaffen, in der Zeit oben anzukommen. Also das sind dann Männer schon richtige Profis. Denn in Tower of Mystery kann man sich nämlich sowas kaufen, dass man sozusagen nicht verwundet wird. Der kommt nämlich dann oben so bei der Zeit so ein Herz. Und dann kannst du so oft an diesen solchen da, wo du halt eigentlich stirbst, da so dran springen und du stirbst einfach nicht. Und das macht es ja dann halt deutlich einfacher, wenn sich das manche kaufen. Und dann spielst du das einfach durch, ohne dass du dort irgendwas, ohne dass du da irgendwie Acht drauf nehmen musst. Das ist halt einfach. Und ich glaube, hier in Tower of Hell gibt es das sowas nicht. Deswegen ist es auch, glaube ich, deutlich schwerer, weil sonst hätte man hat hier überhaupt keine Chance in dem Sinne. Ja. Und dann komme ich. Super Profispieler spielt dieses Spiel. Okay. Ja, also ich bin Profispieler hier drin, würde ich sagen. Oh nee. Das sieht so einfach aus, wenn das mal andere machen. Okay, ja, die ist auch gestorben. Okay.
Nein! Nein! Ich glaube nicht, dass wir das heute noch schaffen, einmal hochzukommen. Ich komme nicht mal auf die erste Stufe hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Hä? Egal, egal. Wir gehen einfach hier hoch. So. Tief durchatmen. Es kann überhaupt nichts passieren. Du musst nur diesen Parcours bestehen, okay? Du musst nur diesen Parcours bestehen. Nee. Das gibt's nicht. Echt nicht. Es gibt's nicht. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder und wir haben gerade irgendeinen Schutz bekommen. Was bedeutet das jetzt, dass wir... Okay. Oh mein Gott, dieser Schutz. Vielen Dank, auch immer wer das gekauft hat. Vielen Dank. Ich helfe mir auf jeden Fall weiter. Okay. Oh mein Gott. Was ist das? Was soll man da machen? No. Oh mein Gott. Okay. Wollte ich nicht. Hä? Das geht weg? Nein. Nicht dein Ernst. Das schaffe ich nicht. Oder doch? Oh mein Gott. Wollte ich nicht. Nein, ich hab's so weit geschafft. Das ist traurig. Das ist so schwer, Leute. Das ist einfach nur schwer. Also alle, die das können, die das Tower of Hell können, alle Respekt. Respekt, ich sag's euch, aber vielleicht bin ich auch einfach nur so schlecht. Und es ist einfach... Ich weiß nicht, ist es denn wirklich so schwer? Weil ich... Also ich empfinde es als sehr schwer, aber ich bin jetzt halt auch nicht so gut da drin. Deswegen, ganz kurze Frage an euch. Ihr könnt ja mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es wirklich schwer ist, Tower of Hell, oder ob ich mir das einbilde bloß. Also, Gegensatz zu Tower of Mystery. Also, bitte schreibt das mal in die Kommentare. Ich will das mal wissen. Und ja. Ich finde das viel schwerer. Ja. Ich scheitere schon bei der ersten Stufe. Oh, es geht in einen neuen Turm. Nice. Okay, ja, die erste Stufe hätten wir schon geschafft. Die erste Stufe fand ich eigentlich, die war eigentlich ganz einfach. Würde ich sagen. Jetzt müssen wir hier runterlaufen. Nice. Okay. Immer schön weiter konzentrieren. Es ist halt wirklich einfach nur so, du musst dich konzentrieren und das war's. Und du musst ein bisschen ziehen und so. Und das war's. Du musst nicht irgendwie was Großes machen. Aber trotzdem scheitere ich die ganze Zeit. Deshalb... Das ist nicht wahr. Ich bin da gerade einfach runtergefallen. Okay, Leute, wir sind wieder bei der grünen Station und jetzt versuchen wir es nochmal, ohne dort runterzufallen. Okay.
ist halt immer besser, wenn du so ein bisschen zur Seite springst, so halt, als wenn du so ein bisschen nach vorne, what is this? Das Ding hätte mich fast weggeschoben. Der wäre schon wieder runtergefallen. Okay, ich schwebt einfach in der Luft. Nice, würde ich sagen. Ey, ich sag's euch, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Tower of Hell ist eindeutig schwerer als Tower of Mystery, Leute. Also, wenn ihr wirklich dieses Parkour-Dings da machen wollt oder so, ja, dann fangt erst mit Tower of Fun an, dann Tower of Mystery und dann wagt euch an Tower of Hell. Weil Tower of Hell ist wirklich schwer. Denn er gibt's halt. Also es ist schwer, einmal du darfst nicht sterben, also nicht getroffen werden. Und dann sind auch noch die ganzen Hindernisse, also der ganze Parcours insgesamt schwer. Ja. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir das heutige Video. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal. Drückt die Glocke, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Es würde mich sehr freuen. Und ich sag bye, bis zum nächsten Mal. Oh, das ist so schwer, ey. Wirklich. Bye. Tschüss, bis zum nächsten Mal.